Ich habe mir letztens diese blaue Hose hier besorgt, aber nicht, weil ich die Hose so toll finde, sondern weil ich mir so eine Wärmebildhose selber machen wollte, weil ich einfach nicht weiß, wo man sowas kaufen kann. Und deswegen habe ich mir diese Hose erstmal ein bisschen passender genäht, weil der Schnitt ein bisschen anders war. Die war nämlich so ein bisschen baggy. Und dann habe ich mir einfach ein Bild von dieser Hose genommen und mit Schneiderkreide so ein bisschen was übertragen, wie was wohin gehört. Und dann habe ich einfach mit Textilfarbe angefangen, die Farben aufzutragen. Also ich bin immer von dem Äußeren ins Innere gegangen, also von den äußeren Farben in die inneren Farben rein. Und dasselbe habe ich auf der anderen Seite auch gemacht. Also erst so hellblau, dann grün, dann gelb, dann orange und dann einfach rot. Und genau, das habe ich dann einfach alles aufgetragen. Und das ist das super tolle Endergebnis. Und ich finde es richtig, richtig cool. Ich hätte nicht gedacht, dass es so cool wird. Also Leute, macht das nach. Es ist echt derbe easy.